damit sind wir auch schon mittendrin in Gounods Oper Marguerite. Wir begegnen Marguerite noch einmal relativ unbescholten am Anfang der Geschichte. Sie wundert sich, was das für ein Mann war, der sie da angesprochen hat. Und um sich von diesen Gedanken abzulenken, singt sie das Lied vom Thule-König. Wird aber immer wieder von ihren Gedanken unterbrochen in diesem Rezitativ. Und dann am Ende findet sie dieses berühmte Schmuckkästchen und thank you.
Et c'est toi, Marguerite, et c'est toi, réponds-moi, réponds-moi.